Hi, mein Name ist Marco Lorenz und in diesem Video stelle ich dir die 528 Hertz Solfeggio-Frequenz vor. Du wirst lernen, wie du damit dein Herzchakra öffnest und deine Transformation einleitest. Meine lieben Freunde, ab heute habe ich für mich die beste Frequenz, die ich je produziert habe, und zwar die 528 Hertz Solfeggio Frequenz. Warum die beste? Und zwar, weil in dieser Frequenz die MDR 1.1 Version drin ist. Das bedeutet, es ist komplett was anderes. Auch wenn du die 963 Hertz MDR kennst, dann wird diese Frequenz das nochmal toppen und der Unterschied von normalen MDR zu 1.1, also es ist eh alles immer noch MDR, aber diese eine Version von 1.0 auf 1.1 ist schon ein riesengroßer Unterschied. Weil beim normalen MDR, also bei der vorigen Version, bei der 963 Hertz, waren alles im 3D-Raum. Und jetzt bewegt sich alles nochmal im 3D-Raum und ein paar andere Dinge, die ich jetzt nicht verraten möchte. Das wirst du da selber hören und erleben. 528 Hertz, was bedeutet das? Das ist die Frequenz der Transformation, das ist die Frequenz der Liebe, das ist die Frequenz der DNA-Reparatur. Sie regt deine Fantasie an, deine Intuition, deine Visualisierungsfähigkeit, alles, was mit dir innerlich zu tun hat. Sie führt zu innerem Frieden und das sind alles richtig wichtige Vorteile, welche man benötigt, um sein Bewusstsein zu erweitern. Ja. Ich selber habe mal mit dieser Frequenz damals gearbeitet, habe dann aufgehört lange Zeit und dass ich dann mich jetzt vor allem intensiv, seitdem ich die Solfeggio produziere, mich damit beschäftige, habe ich gesehen, wie mächtig diese Frequenz ist und wie oft diese auch gehört wird von anderen. Und da habe ich dann selber diese gehört und beziehungsweise mir selber produziert und dann gehört so im Testmodus und ich konnte da selber schon richtige Trips damit auch erleben. Einmal war ich irgendwo, wo Dinosaurier waren. Einmal habe ich mein Herzchakra richtig Vollgas spüren können, wie so ein Ball, der hier drauf liegt und wie hier gearbeitet wird und so weiter. Und beim dritten Mal, da habe ich richtig gemerkt, wie die ganzen Zellen arbeiten. Und diejenigen, die das schon gehört haben, die sagen mir immer nur ein Wort, wenn man diese Frequenz hier gehört hat, und zwar Abenteuer. Und warum Abenteuer? Weil das Ganze basiert auf vier Ebenen. Ja. Die erste Ebene ist hier in dieser Phase. Da ist Musik, da ist Gesang, da geht es richtig ab mit 3D-Raum, also da ist wie eine Sphäre, alles bewegt sich und dreht sich und im Hintergrund läuft 8 Hertz, welches die Zirbeldrüse mal stimuliert. Die Zirbeldrüse ist sozusagen der Komponist. Sie ist derjenige, der Taktgeber. Ja, und wenn man hat Studien durchgeführt, man hat herausgefunden, wenn man 8 Hertz reinspielt, dann fängt die Zirbeldrüse an zu stimulieren und dann wirken alle anderen Frequenzen mit. Darum habe ich in dieser Phase, also von hier bis hier, 8 Hertz laufen, damit das Gehirn sich einstimmt auf das, was dann kommt, und zwar das hier. Das ist dann ein Weg von 4 Hertz hinauf bis hierher auf 963 Hertz und ab hier läuft dann 963 Hertz durch. Im binauralen Modus sehe ich gerade und dann habe ich hier noch eine eigene 3D-Technologie eingebaut, das sieht man jetzt hier nicht so, das ist die zweite blaue Spur. Und ab hier, also das heißt bis hierhin, also hier fängt die Frequenz an, bis hierhin ist es noch voll Action und das ist einfach nur cool, was da kommt. Ne? Und ab hier wird es dann ruhiger, das ist dann diese Phase, das sind drei verschiedene Spuren, das ist jetzt viel zu klein von der Entfernung, das sind drei verschiedene Spuren, ich könnte das noch alles aufklappen, dann gehen die ganzen Animationen auf, das würde dann so aussehen, als Beispiel die Automation und da sieht man jetzt hier, die ganzen Bewegungen in X, Y und Z-Achsen von der Musik. Und dann geht es dann hier in diese Ruhephase hinein. Hier wird es dann immer leiser. Und dann kommt hier ein Regen und hier ein ultimatives Gewitter im 3D-Raum. Und dann beruhigt sich das Ganze, wird immer sanfter und dann wirkt die Frequenz so richtig. Der Effekt von hier ist, dass es hier so, dass hier das Ganze aufgebaut wird, dass die Frequenz hier anfängt zu wirken und dann beruhigt sich hier das Gehirn und dann wird es hier nochmal aufgeregt und dadurch
fokussiert man sich auf das hier und das dissoziiert sehr, sehr stark und die Frequenz wirkt in dieser Phase sehr stark und wenn die Dissoziation dann vorbei ist, dann in dieser Phase und in der Endphase wirkt die Frequenz nochmal so richtig und fängt an, so richtig zu stimulieren, das Gehirn in diese Ebene hineinzubringen. Ja. Gut, wie gesagt, aus meiner Sicht ist das bis jetzt die beste Frequenz und diejenigen, die es schon gehört haben, haben auch alle gesagt, dass es mit Abstand die beste Frequenz ist, die momentan im Shop verfügbar ist. Und für allejenigen, die die 963 Hertz schon haben, keine Sorge, ich date mit heutigem Stichtag genauso diese auch ab auf die MDR 1.1 Version. Das heißt, die MDR, also die 963 Hertz ist ab heute auch in derselben Version verfügbar zum Download, wenn du sie hast. Also wenn du sie in den letzten 30 Tagen erworben hast, kannst du sie ja sowieso kostenlos downloaden. Einfach in den Shop auf Übersicht und auf Downloads gehen also, und dort kannst du es downloaden. Und wenn nicht, dann, wenn es schon länger als 30 Tage her ist, wo du es gekauft hast, dann mit Silber- oder Gold-Member. Gut, in dem Sinne wollte ich heute verkünden, dass diese Frequenz jetzt online ist. Schau dir unbedingt das Video dazu an für die richtige Nutzung. Dort bringe ich dir nämlich bei, wie du diese Frequenz hier am besten und effektivsten nutzt und hör dir alleine schon mal die Demo an, das wird dich schon mal umhauen, einfach im Shop unten auf Play drücken und dann kannst du es dir anhören und ich bin wirklich gespannt, was du dazu sagst, also teste diese Frequenz und gib mir bitte auch eine Kundenmeinung im Shop, weil ich möchte unbedingt sehen, was bei dir so abgeht. Also, ich wünsche dir einen schönen Tag und bis bald. Ciao.